So, hallo zu einem weiteren Let's Play. Heute geht's um Legend of Grimrock. Maigi ist bei mir. Hallo. Maigi, was ist Legend of Grimrock? Das ist ein guter alter Dungeon Crawler, nur dass er neu ist. Also es funktioniert genau wie vor 10 Jahren noch, dass man 10? Sich... Mehr ist ja gut. Eher 20, ja. Dass man sich durch ein finsteres Verlies kloppt und man kann sich immer nur um 90 Grad drehen. Genau. Und verhaut Monster, aber das Ganze halt eben mit einer ansprechenderen Grafik, als wenn man einen der echten Klassiker ausgräbt. Aber wie früher, wir machen das mal auf leicht, damit wir schneller vorankommen. Wie früher kann man sich einstellen, dass man die Karten von Hand mitzeichnen muss. Das wäre doch ein bisschen zu oldschool für uns. Und sich seine Charaktere liebevoll selbst zusammenbasteln kann. Was haben wir denn hier alles zur Auswahl? Wir haben... Was auch immer das ist. Das sind auf jeden Fall die verschiedenen Porträts. Oben kannst du als Rasse Mensch, Minotaurus, Echsenmensch, Insektoid abgefahren. Was willst du denn haben? Wie wär's mit einem Echsenmensch-Magier? Oder einem Echsenmensch-Kämpfer, wenn dir das mehr zusagt. Du musst ja hier klicken. Oder einen Echsenmensch-Kämpfer für die erste Reihe auf jeden Fall. Mhm. Hoppla. Wir können auch eine reine Gruppe aus Echsenmenschen machen, wenn du willst. Ist nicht nötig, wir können hier auch bunt gemischt sein. Ah, sicher? Man hat also wirklich eine ganze Party? Das ist ja cool. Ja, und man muss sie auch selbst komplett erschaffen. Die reden nicht miteinander oder sowas, sondern das sind alles deine Charaktere. Also nicht nur Echsenmenschen, ja? Ja. Dann machen wir noch einen Kämpfer. Ich finde, jetzt wären Magier angebracht. Wir haben natürlich vergessen, hier Wer dazu zu ordnen. Ja. Aber ehrlich gesagt... Ja? Ach, Namen können wir uns auch generieren. Ehrlich gesagt dauert das mir ein bisschen lange. Lass uns doch einfach mit einer vorgefertigten Party anfangen, das geht nämlich auch. Kein Problem. Wollen wir das machen? Ja. Ist das okay für dich? Ja. Nicht, dass du dann vielleicht keine Bindung aufbauen kannst zu deinen Charakteren. Ihr wollt auch nur zeigen, dass es geht? Ich glaube, das kriegen wir schon hin. So. Und sehr einen aufwendigen Vorspann. Und einer sehr realistischen Felsenformation. Ja, das hier ist Mount Grimrock, wie wir sehen. Wir brauchen ja auch eine Ausrede dafür, dass wir wahrscheinlich 87.000 verschiedene Dungeon-Ebenen. Achso, weil wir ganz oben anfangen und uns erstmal auf normal Null runterarbeiten müssen. Denn dieses Luftschiff, das man hier schon sieht. Also, ich weiß ausnahmsweise mal ein bisschen was über das Spiel. Bringt uns jetzt hier auf den Gipfel. Denn wir sind 4 Gefangene. Deren Strafe es ist, oder besser ihre Erlösung, hier in dieses Loch geworfen zu werden. Und falls wir es überleben, Mount Grimrock lebendig zu verlassen, dann sind wir frei. Wahrscheinlich schubsen die uns jetzt da rein, drehen sich um und sagen, hey, wir sind hier noch rausgekommen, richtig. Es gibt gar keinen Ausgang. Ob es keinen Ausgang gibt, das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls noch keiner rausgekommen. Hm. Aber irgendwer muss regelmäßig die ganzen Monster auch da reinschubsen, mit denen wir es gleich zu tun kriegen. Muss auch so ein bisschen an die Donjon-Comics denken gerade. Erklär mal, was die Donjon-Comics sind. Das sind sehr abgefahrene, aber auch sehr coole französische Comics, in denen es um den Donjon geht, um eine riesige Festung, die nur dazu gedacht ist, Helden anzulocken, die dort hoffen, auf Schätze zu stoßen, aber meistens selber sterben und ihren ganzen Kram da lassen. Und das ist also ein ernstzunehmendes wirtschaftliches Unterfangen, so einen Kerker zu betreiben. Also wie du hier siehst, ich kann mich hier tatsächlich nur auf Kästchen auf dem Schachbrett vorwärts bewegen. Wie halt in einem klassischen Pen-Paper-Tabletop-Spiel, ja? Ja. Aber ich kann auch strafen, ja? Yeah. Das ging früher nicht in jedem Spiel. Stonekeep zum Beispiel hat das nicht ermöglicht. Und was früher ganz bestimmt nicht ging, war das hier. Ja. Du kannst dich frei umschauen. Das ist nämlich tatsächlich schon eine echte 3D-Umgebung. Das ist schon eine echte 3D-Umgebung. Ja, ja. Das sind nicht wie früher einfach Bilder, die dann da übermorphen. So. Ja, wir machen hier so ein bisschen, habe ich das Gefühl, den Time Warp einen Schritt nach links. Und es ist immer wichtig, die Wände abzusuchen. Ja, gibt es geheime Türen? Ich muss schon wieder wissen, dass ich illegal erlangt habe einsitzen, denn es gibt hier Schalter in den Wänden.
Und also ich habe eine Statue gefunden. Ich habe mir die Demo mal angeschaut, deswegen weiß ich das. Und wir haben Schuhe gefunden, was wichtig ist. Ach, ist das auch ein Spiel, wo man sterben diese kann, Schuhe, wenn man keine Schuhe hat? Das weiß ich nicht, so aber... So wie bei... Oh, ja. Der hatte Tentakel im Gesicht. Das war eine Tentakelgötze, das lässt nichts Gutes erahnen. Ja, früher bei den alten DSA-Computerspielen, das erzähle ich immer wieder gerne, konnte man tatsächlich sterben, wenn man vergessen hat, vor einer längeren Reise seinen Charakter neue Schuhe zu kaufen. Dann haben sich die Füße wundgelaufen und jeden Tag einen bestimmten Schadenspunktwert bekommen. Und sind daran irgendwann jämmerlich krepiert. Ich soll die Fackel aufnehmen, das habe ich schon getan. Oh, das ist aber nett, dass es uns hier Hinweise gibt, das Spiel. Das ist erstaunlich, ne? So ein, heute würde man sagen, was für ein Bullshit. Ein Spiel, das die Leute umbringt, indem sie an Blasen an den Füßen sterben. Aber gespielt hat man es trotzdem. Ja, es gab ja sonst nichts. Ne? Nee, es gab ja Leute, die waren scharf auf diese realistische Simulation einer Rollenspielwelt, wie sie mit DSA theoretisch ja möglich ist. Also es ist übrigens aber schon nur den Menschen an, ne? Der Minotaurus bleibt nackt. Aha. Was wir aber nie sehen. Wir sehen ja immer nur die Party von... Ein Glück. Es gab ja damals auch Spiele, die zielten nur darauf ab, auf diese Simulation. Robinson's Requiem zum Beispiel. Dir das was sagt? Nein. Da ging es eigentlich nur ums Überleben. Das war halt auch eine Simulation, aber aus der Ego-Perspektive. Eines Gestrandeten, der sich in der Wildnis irgendwie durchschlagen musste, Waffen bauen, wenn er verletzt war, sich selbst operieren, sich ein Bein amputieren oder so. Wir haben einen Stein gefunden. Den Stein können wir werfen. Hammer. Ich habe gerade eben noch Stonekeep gespielt, da konnte man mit einem Dolch, den man immer wieder geworfen hat, 3 Orks töten. Hier legen wir den Stein einfach nur auf diese Platte. Ich finde das übrigens sehr schön hier. Das Licht und so. Ne? Ja, wie der Schatten sich bewegt. Das gab es früher nicht. Jetzt macht das arme Tor nicht kirre. Vielleicht mache ich jetzt kaputt und dann ist Game Over. Das wäre doch, naja. Oder wir werden aus dem Dungeon geschmissen, weil wir die Leute genervt haben. Das wäre ja nicht schlecht. Wir haben wieder was gefunden und zwar einen Schlüssel. Ah, man kann immer nur 2 Gegenstände halten? Nee, ich habe viel größeres Inventar. Ah. Aber ich habe den jetzt nochmal da abgelegt, weil es erschien mir irgendwie praktisch. Du bist bewaffnet mit einem... Mit einem Beil Knüppel und einem Schlüssel. Es ist keine Feder wie in Dungeon. Einen Stein habe ich auch noch. Nichts kann ich aufhalten. Außer mein schlechter Orientierungssinn. Ich weiß nämlich langsam nicht mehr, wo wir schon waren und wo nicht. Aber wir haben eine Karte. Wir müssen sie nicht mitzeichnen. Ah. Noch ist es relativ einfach. So, ich benutze den Schlüssel mit dem Schloss. Verrücktes Rätsel. Funktioniert. Ich bin beeindruckt. Da stehen wieder irgendwelche Runen, die uns irgendwas sagen wollen. Loose Rock. Das will mir wahrscheinlich nicht sagen, dass ich den Stein weglegen soll. Sondern, dass hier wieder irgendwo ein Geheimnis... Die sehen zum Glück immer gleich aus, offensichtlich. Das war ein bisschen faul, das stimmt, ja. Und wir haben einen weiteren Schlüssel gefunden. Der hat aber jetzt eine andere Farbe, ist also für ein anderes Tor. Also ganz so faul waren sie dann doch nicht. Sie haben verschiedene Schlüssel designt. So, wir machen das Tor auf. Aber sprich zumindest irgendwie bei mir diesen ganz simplen Sammel- und Kombinationssinn. Eine Riesenschnecke. Ich wollte meinen Satz beenden. Ja? An irgendwie so dieses, man freut sich, man hat das Tor aufgemacht und man hat schon den nächsten Gegenstand wieder. Ja. Ich will den Stein werfen. Ein Schadenspunkt, mein Gott. So, rechtsklick auf die jeweilige Waffe und can't reach, zu weit weg. Nur die ersten beiden scheinen angreifen zu können. Wir müssen immer kurz warten, bis unsere Runde vorbei ist. Wie früher. Ich werde sehr oft noch wie früher sagen. Und die Schnecke ist explodiert. Das ist nicht wie früher. Was hat sie zurückgelassen? So ein Ding. Snail Slice. Guten Appetit. Ja. Geben wir es dem Minotaurus. Du Minotaurus, friss das. Das hat ihn geheilt. Da das Spiel für uns kein Rollenspiel übernimmt, ne, so wie man das von Dragon Age oder so gewöhnt ist, dass die Charaktere miteinander reden, übernehmen wir das. Dankeschön. Hat dir das einfach geschmeckt? Das ist verständlich, wie beim Muttern. Esst ihr Mutauren? Ja? Esst ihr Mutauren etwa nur Schneckenfleisch? Nein, selbstverständlich nicht. Wir leben auch von Maulwürfen.
So, der Mensch zieht sich die besseren Schuhe an. Dann gibt Oder er sind die besser? Protection. Und gebe dem Minotaurus mal das andere Schuhpaar. Oder kann es tragen? Das sieht garantiert ziemlich albern aus, aber zum Glück Weil sehen wir wir es ja werden es nicht. nie erfahren. Was liegt hier? Ein Messer. Das ist eine echte Waffe. Und jetzt ist er Dual Wielding und eine echte Hose. Und ein echter Und Stein. ja, Hammer. Stein. So, hier Hose. Oh, gib mal der. Ist das eine Frau? Ich glaube ja. Das ist Jennica Whitefeather. Das Und ist die kriegt schön eine für Sie. Hose. Ich habe das Wer bin ich Gefühl, hier denn? verbringt man sehr viel Zeit. Ich bin Konta Hunter Stone Stoneskull. School. Wie heißt der Hier mit verbringt man Morg? viel Zeit im Der heißt nur Inventar. Morg. Ja, das ist doch wichtig bei einem guten Rollenspiel, oder? Sans Caron. Oder so. Sans Sans Caron. Sorcerer. Zauberer halt. Oder Sang Saren. Wie wollen wir ihn Nee. nennen? So, wir haben Ein Wurfmesser. Hofmesser Das ist doch gefunden. was für unseren Rogue. Ist das ein Rogue? Ich habe keine Ahnung, das sagt uns aber ihr. Ich finde es relativ übersichtlich, auch die Charakterblätter. Ne? So, und wir halten immer die Augen offen auf diesen eigentümlich geformten Stein. Mal schauen, was die Schnecke zu dem Wurfmesser sagt. Au, sagt Zwei. sie. Du klickst auf eine leere Hand. Kann unser Mage denn Ich eigentlich dachte. zaubern? Ich dachte. Ah, er kann zaubern, aber was. Weiß ich, was das für ein Zauber ist. Ich glaube, du kannst noch gar keinen Ich zaubern. kann gar kein. Der Magier ist komplett nutzlos. Ah, ich glaube, du musst da Zeichen kombinieren. Oh, der Spell hat gefisselt. Der Spell hat gefisselt. Ja. Ja, das hast du schon gesagt. Der Spell hat gefisselt. Zitiere mich bitte nie. Zu weit weg. Ja, das sind actionreiche Kämpfe, Gegen die Schnecken. einem Was erwartest du? Dragon Age 2 wieder in nichts nachstehen. Immerhin explodieren die Gegner hier auch. Und du möchtest das wieder haben, Morg. Dann kriegst du Ja, das. Du, oh. danke. Ja. Na, wer ist ein braver Minotaurus? Ne? Wer ist ein braver Minotaurus? Hier. Ich glaube nicht, dass du das höher als meinen Kopf halten kannst, schwächlicher Mensch. So, aber das Zaubern ist so ein Problem, dass ich nicht ganz. Ich drücke. Das sind Runen, ja? Wahrscheinlich muss ich. Ja. Fizzle. Das war keine gute Der Spell Kombination. fizzelt. Okay. Fireburst ist nur die eine Rune, ist doch praktisch. Nur einmal? Ja. Offensichtlich. Ich verschwende hier ein bisschen Mana. Jetzt wäre es natürlich wichtig zu wissen, ob das Schneckenfleisch auch Mana regeneriert, aber Morg hat ja gierig alles gefressen. Oh. Das ist mir freiwillig gegeben, da liegt was auf dem Boden. Als heutiger Spiel ist man völlig überfordert mit der Wahl, dass man hier drei verschiedene. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Und wenn du Das ist dich kein noch schneller Schlauchlevel. drehst, weiß ich überhaupt nicht mehr, ob wir Was hier sagt schon denn die waren. Karte? Die Karte sagt, geh hier rein, hier ist vielleicht am kürzesten. Lauf dran vorbei, lauf zurück. Nein, hier geht's auch weiter. Oh Gott. Und es ist eine Schnecke. Wirf einen Feuerball auf sie. Oder ein Messer. Erstmal ein Messer. Oh. Das hat ordentlich Das tat reingehauen. ihr weh. Aber das machen wir nicht so oft, ne? Grillschnecke. Nee, jetzt probieren Okay. wir mal aus, ob das auch Schön, wie Mana es hier gibt. raucht, ne? Räucherschnecke. Nö, halt nur Lebenskraft. Oder? Was ist das Grüne überhaupt? Ich glaube, das ist. Food. Was weiß ich. Wir haben. Ach so, das ist völlig unabhängig von seiner Lebensenergie. Wenn der Food-Balken zu weit links ist, dann verhungern wir wahrscheinlich. Das ist auch sehr traditionell. Und ich finde immer wieder diese Wurfmesser. Verrückt. Immer da wo. Pit Root Bread. Klingt gesund.
Das kriegt der Mensch. Und den Stein kriegt auch der Mensch. Ja, das mit dem Essen ist natürlich ein Faktor, der, auf den ich verzichten könnte, ehrlich gesagt. Ist das ähnlich wie mit den Schuhen? Ich nehme an, du musst ein Wurfmesser werfen. Oh, einen Stein. Oder einen Stein. Tada. Und wir haben einen Schlüssel. Den gebe ich dem Minotaurus. Pass gut drauf auf. Jawohl. Iss ihn nicht. Bonk, bonk, gegen die Wand gelaufen. So. Ich schätze mal, der Schlüssel ist hierfür. Gib den wieder her. Das sieht... Nee, da gehe ich nicht rein. Nee. Was ist denn hier? Lass mich raten, eine Schnecke. Nee, okay. Gar nichts, um genau zu sein. Kamen wir hierher? Nee. Nee, hier geht's auch hier mal rein. Hier ist völlig andere. Oh, hier ist einfach nur ein Raum. Sandalen. Was ist das Baked denn? Maggot. Du, ach, das ist gar nichts. Hat schon lange nichts gegessen. Das ist ja gar nichts zum Essen. Zum Draufhauen. Nein. Hier, bitteschön. Und Stein für dich. Und Sandalen kriegst du auch. Und was ist das? Loincloth. Das geben wir doch mal unserem Magier. So. Ich bin froh, dass wir diese Gruppe nicht sehen müssen. Sie ist noch halbnackt. Also. Ja. Ich gehe übrigens immer nur in 90 Grad Winkeln, weil ich zu lange Stonekeep gespielt habe, glaube ich, in letzter Zeit. So. Ach, man kann auch in weniger als 90 Grad abbiegen? Nee, ich meine, ich könnte auch strafen. Ach so, ja. Aber ich verliere, glaube ich, so den Überblick nicht so, sehr, nicht so schnell. Es ist gar keine Falle, hier muss irgendwas rein, ne? Ich sagen, oder? Hier my sight. Ah, er braucht Augen. Okay. Ich nehme an, die finden wir rechts und links davon, klassischerweise. Naheliegend. Wir könnten mal abspeichern, würde ich sagen, bevor ich irgendwelche Hebel hier ziehe. Das geht Gott sei Dank jederzeit. Bubu. Aussagekräftig. Eine Schnecke. Können wir die in das Loch locken, ein Loch, indem wir was auf sie werfen? Probieren wir es doch mal aus. Aber unsere Zeit ist... Hallo. Sie braucht eine Weile. Unsere Zeit neigt sich dem Ende. Ich würde daher sagen, wir führen das mal anders fort. Die Schnecke ist übrigens schlau genug, nicht ins Loch zu fallen. Und deswegen, da wir eh gespeichert haben, testen wir, was in dem Loch ist. Ein Loch. Au. Oh, man kann so die Ebene nicht wechseln. Nicht der Tod. Wir haben eine neue Ebene entdeckt. Und eine Schnecke. Und... Ach, scheiße. Was passiert hier? Nein. Das ist praktisch. Früher war das nicht so. Aber damit tschüss. Tschüss.